Yo Leute, Dope Dämpfer TV ist wieder hier und heute geht's um die L&M Forward. Dope Dämpfer TV. L&M wird seit 1953 hergestellt und zwar von der Philip Morris GmbH und LM ist eine Kurzfassung, also eine Abkürzung für Liggett & Myers. Es handelt sich hier um diese Click and Roll, diese Kapsel-Zigaretten-Geschichte. Ganz normal, also man kann die normal rauchen, Tabakgeschmack, bliblablo. Oder wenn man auf den Filter drückt, hat man Menthol und das kann man entscheiden. Deswegen sind es 2 in 1 Zigaretten. Wir zünden jetzt einfach an, wie immer. Falls sich einige fragen aus Deutschland, habe ich noch nie gesehen sowas. Die gibt es nur im Ausland, also in Deutschland gibt es die nicht. Ich habe mir mal sagen lassen, dass die in Deutschland nicht gibt, weil es eben Minderjährige ziemlich anzieht. Also die würden die sehr gerne rauchen anscheinend und da will Deutschland nicht mithelfen, was ich ja, ist ja egal auf jeden Fall, die gibt es nicht in Deutschland, die sind aus der Tschechei. Der Preis hier beträgt 85 Kronen und ihr haltet 20 Zigaretten. Die Werte betragen hier Teer 8 mg, Nikotin 0,6 mg und Kohlenmonoxid 8 mg. So schaut die Schachtel aus von L&M Forward. Ist in so einem richtig geilen Blau gehalten mit diesen grünen Strich hier mit drin. Also ich finde die Schachtel richtig geil gelungen. L&M sticht eigentlich auch ziemlich aus dieser Schachtel raus. Diese Löwen, wo als Wappensignal bla 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 da drin sind, guckt alles mega geil aus. Also ich finde die Schachtel wirklich richtig geil. Fine Cut and Fresh Taste Tobacco on Demand. Also wirklich geil gemacht. Unten schaut es auch ganz cool aus. Oben auch noch so eine Unterschrift von Liggett & Myers. Sieht man jetzt nicht, braucht man nicht sehen. Die Schachtel taugt auf jeden Fall richtig gut. So schaut dann der Filter bzw. die Zigarette aus, ist komplett in weiß. Hier haben wir dann noch so ein extra Papier, ich habe mir mal sagen lassen, dass das Schutzfilter heißt. Sei mal dahingestellt, wir sagen extra Papier dazu. Auf dem Filter dann noch dieser Play-Knopf, da wo man halt einfach drauf drückt und dann wird es geklickt und dann gibt es Menthol auf die Fresse. Und ja, hier steht noch Forward 2 in 1, mehr nicht, aber die Zigarette lässt sich auch gut sehen. Ich habe jetzt noch nicht geklickt, ich kann da schon mal den Geschmack dazu sagen. Ich rauche jetzt ungefähr zur Hälfte auf normal, also ohne Kapsel. Ihr habt hier so eine typische L&M Mischung, also so eine, die ist einfach irgendwie ein bisschen undefinierbar, ist sehr lasch und also ihr habt da wirklich nicht keinen ordentlichen Geschmack. Tabakgeschmack, schmeckt ihr eigentlich fast alles nichts, also wirklich. Schmeckt fast nach fast gar nichts, das ist man ja gewohnt, beziehungsweise bin ich gewohnt von L&M, aber es kommt ja noch dieses Click-and-Roll-Verfahren. Wenn ihr dann zum Mentholgeschmack wechseln wollt, drückt ihr einfach auf den Filter drauf, dann müsstet ihr so ein Klacken hören. Ich hoffe, das hört man auf der Kamera, dann ich drücke mal so paar Mal in jede Richtung, damit diese Kapsel sich ordentlich zerspaltet oder halt kaputt geht und dann ziehen wir mal. Wenn wir dann zum Geschmack kommen, ich vergleiche immer sehr gerne, also ich nehme mal Standard die Benson Hedges Dual, auch Click-Zigaretten, weil es im Moment meine Lieblings-Click-and-Roll-Zigaretten sind und deswegen vergleiche ich die immer gern damit. Die L&M kommen schon nah dran, jetzt nicht unbedingt wirklich nah dran, aber in die Richtung geht es. Es ist eher eine künstlichere Mentholnote, so eine Spearmint-Note, wie ihr es von so Kaugummis kennt. Spearmint kennt man eigentlich, diese süße Minze. Ihr habt hier eben dann diese süße Minze. Den Tabakgeschmack merkt man
auch beim Klicken nicht. Also ihr merkt eigentlich bloß diese Spearmint-Note, ist aber wesentlich milder von dem Geschmack oder Aroma her wie die Benson Hedges Dual. Also wenn ihr eher auf mildere Jagdzeit von Kapselzigaretten, kann ich die euch bloß empfehlen. Da hat L&M jetzt mal einen guten Treffer gelandet. Man soll jetzt mal L&M nicht so hinstellen, aber auch nicht unbedingt loben. Passt schon, also gibt bessere Click-and-Roll-Zigaretten, aber gefallen mir schon, weil sie mich schon ein bisschen an die Benson Hedges Dual erinnern, bloß in milder. Den Tabakgeschmack merkt man eigentlich gar nicht, also vom Tabak braucht ihr gar nichts erwarten. Aber man raucht ja eigentlich die Zigaretten hier eh bloß wegen diesem Klickverfahren, wegen dem Menthol. Falls nicht, dann probiert mal bitte andere Zigaretten ohne diesen Click-and-Roll-Verfahren. Die Schachtel hat mich sehr angetan. Eigentlich würden sie 6,5 von 10 Punkten bekommen, aber weil die Schachtel mir so extrem geil gefällt, bekommen sie 7 von 10 Punkten. Es kam jetzt länger kein Tabak-Review oder halt so Zigaretten. Das lag daran, dass ich ewig lange für die Frage- und Antwort-Special gebraucht habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ist noch in der Endcard auch noch mit drinnen. Hat ziemlich viel Arbeit gekostet, aber ihr habt da wirklich krass draufgeklickt und geliked und was weiß ich, was ging. Und ja, ich bin auf Instagram und Facebook noch aktiv, also deswegen schaut noch auf Facebook und Instagram vorbei. Ist auch alles in der Beschreibung unten drinnen unter soziale Plattformen, glaube ich. Und dann würde ich sagen, ich bin euer weg. Bis die Tage. Ciao.